Die Geschichte Oppums begann schon vor 5500 Jahren. Da haben hier im Oppumer Feld Menschen gelebt. Als Siedlungsort entstand Oppum in der fränkischen Zeit, 500 nach Christi. Von Bedeutung der Besiedlung war zum einen die alte Handelsstraße aus vorgeschichtlicher Zeit, die östlich von Oppum vorbeiführte, und zum anderen die alte römische Verbindungsstraße, die von Geleb nach Belgien am südlichen Ortsrand den Oppumer Busch in Richtung Fischen querte. Die älteste Erwähnung Oppums befindet sich in der Schenkungsurkunde König Heinrichs IV. Vom 29. Dezember 1071. Mit dieser Urkunde beschenkte der König das Stift in Werth, darunter Oppum. Das älteste Gebäude, das wir in Oppum haben, ist unsere Mühle. Die Mühle war ein ehemaliger Wachturm, die zur Burg Linn gehörte. Als der Ritter Otto von Linn vom dritten Kreuzzug unter Kaiser Friedrich Barbarossa im Jahre 1192 auf dem Landweg zurückkehrte, sah er unterwegs Burgen, die mit Mauern und Türmen geschützt waren. Er baute daraufhin die Burg in Linn um. Gleichzeitig ließ er am Hohen Weg, eine alte Handelsstraße, einen Wachturm errichten. Wenn Gefahr drohte, wurde die Burg durch eine Rauchsäule vom Wachturm gewarnt. Wann dieser Turm zur Mühle wurde, weiß man nicht genau. Auf einem Schriftstück aus dem Jahre 1575 wird die Mühle in Oppum aber erwähnt. Jahrhunderte mahlte die Mühle Korn für die Bauern der Umgebung. Zuletzt wohnte der Müller Peter Judenau mit seiner Familie im Mühlenhaus. Bis zum 21. Februar 1945, als eine Luftmine das Müllerhaus zerstörte. Auch die Mühle wurde in Mitleidenschaft gezogen. 2006 wurde mit der Instandsetzung begonnen. Begonnen wurde mit dem großen Reinemachen durch die Mühlenschächte. Die alten Flügel mussten demontiert werden. Die gesamte Mühlenkappe wurde mit einem 200-Tonnen-Kran sicher zur Erde gebracht. Das Kammrad mit der Flügelachse wurde wieder in die richtige Position gebracht. Das Dach bekam neue Holzschindeln und die völlig neu renovierte Mühlenkappe wurde wieder passgenau aufgesetzt. Der Stertbalken mit den beiden langen und kurzen Schwertern wurde wieder angebracht. Dann kamen die neuen Flügel und wurden sofort eingesetzt. Als letztes wurden die Segel und die Windbretter befestigt. Und unter Mithilfe des NRW-Verkehrsministers Oliver Wittke und Oberbürgermeister Gregor Kaxtede drehten sich am 15. Juni 2007 die Flügel zum ersten Mal wieder im Wind. Zu besonderen Anlässen wird dieses Korn zu Brot gebacken und verteilt. Von Mai bis Oktober kann die Mühle am jeden ersten und dritten Sonntag von 14 bis 17 Uhr
besichtigt werden. Gruppen können sich auch außerhalb der Zeiten anmelden. Das machen unter anderem viele Kindergärten und Schulklassen. Auch die Maus war schon hier. In Krefeld in der Geißmühle. Das ist eine Mühle, die ist ungefähr 700 Jahre alt. Das war früher ein Wehrturm und ist die am besten erhaltenste Mühle, würde ich mal sagen, in der Region Niederrhein. Und die sah so aus. Im Inneren gab es jede Menge Zahnräder und es wurde tatsächlich Mehl gemahlen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erwachte Oppum aus seinem Dornröschenschlaf. Es entwickelte sich von einem kleinen Bauerndorf zu einem Industrieort. Und alles begann mit dem Bau von Eisenbahnen. Im Jahre 1849 fuhr die erste Eisenbahn durch Oppumer Gebiet von Krefeld nach Uerdingen. 20 Jahre später die zweite von Uerdingen nach Osterath. Aber erst im Jahre 1877 bekam Oppum einen Bahnhof. Das Gebäude hatte im Erdgeschoss ein Restaurant mit zwei Warteräumen. In den übrigen Stockwerken des Gebäudes gab es Wohnungen für den Stationsvorsteher, den Bahnmeister und auch für weitere Eisenbahnfamilien. In Oppum wurde 1892 die erste königliche Eisenbahnhauptreparaturwerkstatt eröffnet. Im Laufe der Geschichte wurde das Eisenbahnreparaturwerk stark weiterentwickelt. 1924 wurde es ein Ausbesserungswerk. Von einem Luftangriff im Dezember 1944 blieb das Werk nicht verschont. 1955 wurde es zentrale Anlaufstelle für Stoßdämpfer der Reisezugwagen. In den 90er Jahren wurde das Werk zu einem kompetenten Zentrum für die Sanierung von Aluminiumfahrzeugen. Und auch erste Züge der IC-Reihe wurden hier gewartet. 2003 wurde in nur 2,5-jähriger Bauzeit die neue IC-Werkstatt in Betrieb genommen. Alle IC-Züge werden hier angeliefert und instand gehalten. Auf dieser IC-Baureihe ist man vorbereitet. Die Neigungstechnik bringt besondere Bauteile mit sich. Entsprechend macht sie auch eine Prüf- und Reparatureinrichtung notwendig. Hydraulikmodule und Stellzylinder, die die Bahn in die Kurve neigen, können problemlos auf dem Prüfstand getestet werden. Modernste Maschinen kommen hier zum Einsatz, denn Radsätze zählen unter Sicherheitsaspekten zu den wichtigsten Bauteilen eines Zuges. Das Drehgestelldruckmessband ist das Beste, was die Bahn in diesem Bereich zurzeit zu bieten hat. Die Stimmung ist also sehr gut, eben weil wir die neueste Fahrzeuggeneration der DB AG hier im Werk Krefeld instand setzen können und wir in eine recht gute Zukunft blicken können. Wenn also die Arbeitslage so bleibt, ist der Standort hier gesichert. Das Werk ist 202.000 Quadratmeter groß. Über 1000 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Mit der Eisenbahn wuchs auch die Bevölkerung. Und wo viele Menschen zusammenkommen, gründen sie Gemeinschaften und Vereine. 1652 wurde in Oppum die San Sebastianus Schützengesellschaft gegründet. Als die Fräuleinschnamm-Prozession in Bockum überfallen wurde, vertrieben die Schützen aus Oppum die Angreifer. Der Landesvater, Fürst Maximilian Heinrich von Köln, schenkte den Oppumer Schützen dafür eine Platte mit anhängendem Vogel mit der Aufschrift „Der Schüttensilber zu Oppum 1652". Die Schützen sind militärisch aufgestellt. Angeführt wird sie vom Brudermeister, zurzeit ist das Hans-Joachim Hofer. Schützenkönig von 2015 bis 2017. Mehr als 30 Jahren befehligte Willi Kilders die Truppen der Oppumer Schützen als General. Sein Nachfolger wurde Georg Nietzsche. Stellvertretender Brudermeister und Oberstleutnant ist Michael Kempkes.
Schützenkönig von 2007 bis 2009. Die Kompanie der Königsreiter wurde im Jahre 1949 von Peter Judenau und Peter Haslach gegründet. Nach dem Tode von Hans Sanders übernahm Michael Kempkes 1981 das Kommando über die Fahnenoffiziere. Mit Sebastian Rusch stellen die Fahnenoffiziere wieder einmal den König und ist Königskompanie. 1925 wurde das Oppumer Schützentrommlerkorps gegründet. In den letzten Jahren stellte das Trommlerkorps zwei Schützenkönige, von 1999 bis 2001 Clemens Küsters und zum ersten Mal eine Schützenkönigin von 2011 bis 2013 Alexandra Breuer-Bozisewitsch. 1981 wurde die Hubertus-Kompanie gegründet. Der ehemalige Kompanieführer Werner Fuhr wurde 2005 Schützenkönig. Die Roten Husaren waren Königskompanie 1995 mit König Franz Josef von der Horch. Die jüngste Kompanie der San Sebastian Schützengesellschaft sind die Musketiere, bestehend aus 11 weiblichen Kameradinnen. Im Jahre 1977 wurde die erste Jägerkompanie Oppum gegründet. Schützenkönig wurde von 1997 bis 1999 Ernst Fulbrügge und Rolf Petermeier von 2001 bis 2003. Der Festmajor Hans Sander gründete 1977 das erste Schützen-Amazonenkorps Oppum, die seitdem die traditionelle Uniform des 2. Leibhusarenregiment der Königin Victoria von Preußen tragen. Das Sanitätskorps Oppum gründete sich zum Schützenfest 2005. Mäckst du Schützenfest mit? So hat der Gründer der Artillerie Hans Koch 1950 einige Oppumer Männer angesprochen. In den vergangenen Jahren konnte die ARI schon viermal als Königskompanie einen Schützenkönig aus ihren Reihen begleiten. Hermann Küpper 1983 bis 1985, Theo Küpper 1991 bis 1993, Jakob Bloser 2003 bis 2005 und Björn Bützer 2017 bis 2019. Nach ihrer eigenen Geschichte kamen sie schon 1471 zusammen und gaben ihren Unmut gegen die Obrigkeit kund. Sie haben dann über 500 Jahre geschlafen und gründeten am 10.01.2015 die Gruppe Erste Oppumer Rebellen. Das letzte Schützenfest auf dem alten Festplatz an der Kronenbrücke fand im Jahre 2019 statt. Am 17. Februar 2020 wurde der Platz gesperrt. Sträucher und Bäume wurden entfernt. Hier entsteht der Marktplatz Oppum. Aber vorher musste die Straßenführung angepasst werden. Und es begannen die Arbeiten am Oppumer Kreisel. Während der Bauarbeiten ist nur eine Spur befahrbar. Es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen von der Maibachstraße in Richtung Kronlandbrücke zu den Geschäftsstraßen Hauptstraße und Hochfelderstraße.
Die Arbeiten auf dem ehemaligen Festplatz gehen weiter. Der geplante Fertigstellungstermin Oktober 21 ist auf April 2022 verschoben. Aber dieser Termin konnte durch Pandemie und Lieferschwierigkeiten nicht eingehalten werden. Dafür ist der Oppumer Kreisel und die Straßenführung zum Marktplatz fertig. Ein halbes Jahr später, am 24. Oktober 2022, öffnete Aldi seine Türen. Und einen Tag später, am 25. Oktober, Edeka. Der Marktplatz Oppum ist somit fertiggestellt. 1894 wurde der Turnverein Oppum von Johann Klausmann mit einigen Mitstreitern gegründet. Die ersten Jahre waren dem Turnen und der Organisation gewidmet. Als Turngerät diente eine Eisenstange, die an zwei Balken befestigt war. 1913 nahm man schon am Deutschen Turnfest in Leipzig teil. 1922 beschloss der Verein, einen Sportplatz zu erstellen. Und das war die Geburt des Feldhandballs in Oppum. 1931, am 14. Juni, fand das Endspiel um die deutsche Meisterschaft im Feldhandball statt. Gegner war die Mannschaft TIB Berlin. Vor 22.000 Zuschauern in der Krefelder Grotenburg-Kampfbahn wurde nach dramatischem Spiel der TV Oppum mit 4:3 Meister im Feldhandball. In den 30er Jahren gab es auch eine erfolgreiche Damenmannschaft. 1936 wurde sie westdeutscher Feldhandballmeister. Mitte der 60er Jahre hatte der TV eine hervorragende Handballmannschaft. 1966 spielte man um die deutsche Meisterschaft. In einem Ausscheidungsspiel gegen den HSV spielte man unentschieden. Verteidiger Bongartz folgte dem Hamburger Spielmacher Barth wie ein Schatten. Auch Linkshänder Hansson erreichte nicht seine normale Form. Der Mannschaft der Gäste vor der Pause nicht zu. Die Krefelder nutzten ihre Torchancen besser. Über ein 2:0 und 3:1 kamen sie durch diesen 14 Meter zu einer 4:2 Halbzeitführung. Die Westdeutschen stellten sich als eine junge, kampfkräftige Mannschaft vor. Besonders Rehbach mit der Nummer 8 und rechtsaußen Schröers mit der Nummer 7 brachten oft Verwirrung in die Hintermannschaft der Hamburger. Der Krefelder Trainer Keiter konnte mit seiner 11 zufrieden sein. Dagegen lieferte der HSV eine schwache Partie. Nur selten gelangen solche erfolgreichen Kombinationen. Beide Mannschaften kamen weiter und trafen am 2. Oktober 1966 im Schweigernstadion in Hamburg im Endspiel aufeinander. Mit 19:12 gewann der TV Oppum und wurde deutscher Meister im Feldhandball. Nach einigen Trainerwechseln wurde zwei Jahre später wieder Hans Keiter Trainer der Mannschaft und brachte diese in die vorherige Form. Und so kamen sie im Endspiel. Am 8. September 1968 fand das Endspiel vor 25.000 Zuschauern im Düsseldorfer Rheinstadion gegen die SG Leutershausen statt. In einem mitreißenden Spiel gewann man am Ende verdient mit 18:16. Der TV Oppum wurde wieder deutscher Meister im Feldhandball. Der TV Oppum spielte dann noch zwei Jahre in der Hallenhandball-Bundesliga. Der Vorstand,
konnte mit den Leistungen der Handballabteilung zufrieden sein. Auch die Turn- und Leichtathletikabteilung mit Oberturnwart Charles Schlegermann machte eine hervorragende Arbeit. Bei allen Wettkämpfen und Trainingseinheiten durfte die Geselligkeit nicht fehlen. Auch das war ein Verdienst von Hannelore und Charles Schlegermann. Die Gymnastikteilung der Männer, die montags trainierten, machten ein Jux-Spiel gegen die Freitagstrimmer. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Aber es konnte nur einen Sieger geben. Der Sportplatz wurde später aufgegeben und es entstand an der ehemaligen geplanten Durchgangsstraße der Wohnbereich Griesbacher Straße. Viele haben dem Verein die Treue gehalten. Die Damen treffen sich bis heute noch in geselliger Runde. Und die Männer gründeten vor fast 60 Jahren einen Stammtisch, der heute noch besteht. 2020 kam es zur Fusion mit der DJK Germania Oppum. Die DJK Germania wurde 1922 gegründet, 1935 als staatsfeindlich verboten, 1948 wieder gegründet und heute ist die DJK Germania Oppum ein Mehrspartenverein mit den Abteilungen Handball, Seniorenturnen, Eltern-Kind-Turnen und Damengymnastik. Hans-Joachim Hofer war bis 2019 erster Vorsitzender. Dieses Amt führt jetzt Tessa Küpper aus. Ansonsten ist der Verein in Oppum sehr aktiv. Das ist zum einen die Oldi-Nacht. Seit 25 Jahren kommen im Festzelt rund 2500 Zuschauer, um bekannte Bands zu sehen und zu hören. You know that I can hear a song. Auch richten sie zusammen mit den Schützen und der Freiwilligen Feuerwehr das Osterfeuer auf dem Festplatz auf. Die Freiwillige Feuerwehr ist nicht nur bei Sommerfesten im Einsatz. Nein. 1907 wurde die Löschgruppe Oppum gegründet. Die alte Feuerwache stand auf der Thielenstraße, spätere Polizeiwache. 1945 wurde die Löschgruppe aufgelöst und 1974 mit der Feuerwache an der Kulisshütte wieder gegründet. Im Oktober 2011 wurde die neue Wache an der Heinrich-Malina-Straße eingeweiht. Zurzeit sind ca. 37 Feuerwehrleute, darunter zwei Damen, im Einsatz. Und diese Einsätze sind vielfältig. Diese Wache verdient unseren besonderen Dank.
Auch Fußball wurde seit 1910 in Oppum gespielt, gegründet unter dem Namen FC Concordia. Ab 1920 nannte man sich FC Oppum. Ab 1937 Reichsbahn Turn- und Sportverein. Nach dem Krieg Blau-Weiß Krefeld-Oppum. Ab 1949 ESV Krefeld. In dieser Zeit gründete sich auch ein Nachbarverein, Grün-Weiß Herbertsgut, der sich 1952 in Grün-Weiß Oppum umwandelte. 1970 erfolgte die Verschmelzung und eine Umbenennung. Der Verein heißt jetzt SV Oppum 1910. Er ist seit 2000 im Sportpark Oppum am Hollerpfad 200 beheimatet. Auf dieser Anlage spielen 4 Seniorenmannschaften, 12 Schüler- und Jugendmannschaften und 2 Inklusionsmannschaften. Darüber hinaus wird die Sozialarbeit im Verein großgeschrieben. Es werden unter anderem Turniere für krebskranke Kinder ausgerichtet. Auch Spiele gegen Flüchtlingsmannschaften stehen auf dem Programm. Ein Fußballcamp mit Horst Köppel und Christian Hochstetter rundet die Sozialarbeit ab. Am 16. März 2000 fand die Gründungsveranstaltung des Karnevalszugvereins statt. Alle 5 Karnevalsgesellschaften, die KG Regenbogen, Oppumer Klante, Gesellschaft 38 und die KG Stoppenzieher, haben sich dem Karnevalszug angeschlossen. Und so zog nach 32 Jahren wieder ein Karnevalszug durch Oppumer Straße. Im Jahre 2006 gründete sich die Prinzengarde und schloss sich dem Karnevalszugverein Oppum an. Es gibt noch mehrere andere Vereine, unter anderem der Oppumer Tennis Club,
der Oppumer Schachclub. Der Schäferhundverein. Auch als der Feldhandball an Bedeutung verlor, wurde der Sportplatz am Sandberg zur Bebauung freigegeben. Hier befindet sich jetzt eine von 7 Kitas in Oppum. Die anderen Kitas sind die Kindertagesstätte an der Thielenstraße, das Montessori-Kinderhaus an der Hauptstraße, die inklusive Kindertagesstätte an der Bischofstraße, der Kindergarten an der Bachhofstraße, der Kindergarten am Fummendom und die Kindertageseinrichtung an der Herbertstraße. Außerdem befindet sich auf dem Sportplatz die Engelbert-Hess-Halle. Nachdem auf dem Gelände Gebäude für die Realschule errichtet waren, kommt jetzt ein neuer Gebäudekomplex hinzu. Der Spatenstich für die 5. Gesamtschule ist erfolgt. Ein 5-zügiger Unterricht für 1130 Schüler und 120 Lehrer ist errichtet worden. Bis zum Jahre 1837 gab es keine Schule in Oppum. Die Kinder mussten nach Linn oder Bockum zur Schule gehen. Im Frühjahr 1836 wurde mit dem Bau einer Schule begonnen und im Herbst vollendet. Dieses alte Gebäude stand an der Hauptstraße. In den folgenden Jahren wuchs die Schülerzahl. So wurde 1869 eine neue Schule gebaut. 1899 beschloss der Gemeinderat, eine 4-klassige katholische Volksschule auf dem Sandberg zu bauen. Der Bereich zwischen Werkstättenstraße und Johansenaue nannte man damals Sandberg. In der gleichen Ratssitzung wurde auch der Bau einer evangelischen Schule an der Thielenstraße beschlossen. Die feierliche Eröffnung fand am 23. Juli 1901 statt, mit dem ersten Schulleiter, Hauptlehrer Johannes Rogowski. Weil die Schule durch Bomben im Zweiten Weltkrieg nicht ganz zerstört war, wurde der Unterricht unter erheblichen Schwierigkeiten für 3 Stunden am Tag fortgesetzt. 1952 wurde mit einem Erweiterungsbau begonnen. 1956 konnten neue Klassenräume und Nebenräume übergeben werden. 1957 wurde auf Antrag der Schulpflegschaft die Schule in Johann-Hinrich-Wichern-Schule umbenannt. Zu Beginn des Schuljahres 1968 wurde sie zu einer evangelischen Grundschule und 1969 zu einer Gemeinschaftsgrundschule. Im Zuge des Neubaus 2008 wurde sie in Schönwasserschule umbenannt. Damit sollte sie die Nähe zum Schönwasserpark, der gerne für Unterrichtsgänge und kleine Ausflüge genutzt wird, ausgedrückt werden. Ja, an der Schönwasserschule sind zurzeit knapp 200 Schülerinnen und Schüler, die hier gemeinsam mit 15 Lehrkräften lernen und arbeiten und die Schulgemeinschaft bilden. Wir sind in den Klassen 1 und 2 jahrgangsübergreifend. Das bedeutet, dass die Kinder gemeinsam in ihren Klassen lernen. Ab Klasse 3 arbeiten wir jahrgangsgebunden und ja, wir haben in unserer OGS circa die Hälfte der Kinder, sind knapp 100 Kinder, die unsere OGS besuchen.
die bis in den Nachmittagsbereich bis 16 Uhr dann hier auch betreut sind, die Kinder. Sie bekommen ein Mittagessen und wir haben verschiedene Angebote auch im Nachmittagsbereich, AGs und sowohl im sportlichen als auch im musischen Bereich mit einer Kooperation der Musikschule Krefeld. Und ja, die Kinder kommen gerne hierhin und sind fleißig und lernen das Lesen und Schreiben und viele, viele andere Dinge, die wichtig sind fürs Leben. Von 1914 erweiterte die Stadt Krefeld die katholische Schule mit einem sehenswerten Neubau. Am 10. Dezember 1980, verursacht durch Dacharbeiten, stand der Uhrturm der Schule in Flammen. Das Schuldach brannte lichterloh. Die an der Hauptstraße stehende Schule 51 wurde im Krieg zerstört und durch einen Barackenbau an der Fungendonk ersetzt. Die feierliche Einweihung fand am 18. April 1950 statt. 1959 wurde die Baracke als schlechtestes Schulgebäude in Krefeld bezeichnet. Ein Neubau musste her. Zwei Jahre später wurde mit dem Neubau der Schule begonnen. Am 10. Januar 1962 startete der Unterricht in der neuen Geschwister-Scholl Städtische Volksschule 51. ...1968 wurde die Geschwister-Scholl-Schule Grundschule. Das neue Schuljahr begann am 25. August 1969. ...2021 wurde nach zweijähriger Bauzeit ein neues, zusätzliches Gebäude in Betrieb genommen. Der Flurbereich ist offen gestaltet und führt zur Mensa. Die Ausstattung der Klassenräume entspricht dem neuesten Stand der Technik. Ja, die Geschwister-Scholl-Schule wird in diesem Schuljahr von 280 Kindern besucht. Wir haben im Mai dieses Jahres den Neubau als Erweiterungsbau gezogen und beherbergen hier die ersten Klassen, drei erste Klassen, die hier unterrichtet werden. Gleichzeitig werden von den 280 Kindern auch noch 125 im offenen Ganztag und 80 Kinder in der Betreuung nach dem Unterricht betreut. Es gibt in der Mensa Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung im Anschluss und weitere Angebote im Rahmen der schulischen offenen Ganztag. Gleich neben der Schule entsteht seit 2004 die Solarsiedlung Fungendonk. Die Donk-Siedlung entstand zwischen 1932 und 1938. Sie umfasste über 500 Siedlerstellen, die nach Zerstörung im Zweiten Weltkrieg in erweiterter Form heute noch existiert. Sie galt als die größte geschlossene Siedlung in NRW. Die zentrale Straße ist der Fungendonk. Hier ist der OTC zu Hause. Die Geschwister-Scholl-Schule, die städtische Kita, die Kirche St. Karl Borromäus, der Domtreff. An der Ecke Fungendonk, Langendonk liegt der kleine Gemischtwarenladen von Gundi und Johannes Schröers. Der sich trotz mächtiger Konkurrenz in unmittelbarer Nachbarschaft
großer Beliebtheit erfreut. Parallel zum Fumendonk sind die Straßen Bromeledonk, der Buschdonk mit der Auferstehungskirche. Von hier queren die meisten Donks, unter anderem Dreffdonk, Gildonk, Elsendonk, Ekendonk, Heisterdonk, Bökendonk, Elmendonk, am Ende des Bökendonks ist das Bildungszentrum Bau. Der Bökendonk trifft hier auf die Havelstraße und weiter auf die Unterlaat. Um 1910 hieß die Havelstraße noch Ackerstraße und es gab nur 22 Straßen in Oppum. 1965 hieß die Havelstraße immer noch Ackerstraße. Erst mit dem Bau der Unterlaat in den 70er Jahren wurde alles anders. Von der Ackerstraße blieb nur ein kleiner Straßenabschnitt. In Richtung Fischeln heißt sie nun Havelstraße. Die Untergart dient als Zubringer zu des im Mai 1972 eröffneten Teilstücks der A57. Als Anfang 1984 die Heinrich-Malina-Straße eröffnet wurde, wurden die Bahnübergänge an der Bischofstraße geschlossen. Die Verbindung nach Linn geht jetzt über die Heinrich-Malina-Straße. Vom Fumendonk in südlicher Richtung über die Brücke liegt der alte Ortsteil Oberend. Dort ist der bäuerliche Einfluss noch sichtbar. Daran schließt sich die Anfang der 80er Jahre errichtete Heinrich-Klausmann-Siedlung an. Benannt nach Heinrich Klausmann, dem Sohn einer alten Oppumer Familie. Er war nach dem Krieg erster und langjähriger Vorsitzender des Oppumer Bürgerrates. Noch weiter nach Süden steht neben der Geißmühle die Autobahnkapelle. Sie wurde am 18. April 1981 mit einem ökumenischen Gottesdienst eingeweiht. Mussten die Oppumer immer noch zur Kirche nach Bockum gehen, war es im Jahre 1900 soweit. Am 30. September, morgens um 9:30 Uhr, wurde die Oppumer Kirche geweiht und wurde unter das Patronat der Heiligen Schutzengel gestellt. Sie wurde am 31.12.1944 zerstört und wieder aufgebaut. Am 7. Juni 1949 war dann Richtfest. Für die evangelischen Christen wurde 1936 die Kreuzkirche an der Thielenstraße errichtet. 2008 wurde der Sakralbau entwidmet. Altar, Kanzel und Kreuz wurden in die Auferstehungskirche am Buschdonk gebracht. Die Grundsteinlegung für die Auferstehungskirche
erfolgte bereits 1965. Am 3. August 1959 wurde das Gotteshaus St. Karl Borromeus am Elsendonk eingeweiht. Fast 40 Jahre später, im August 1998, fand die Weihe in der neu errichteten Kirche am Fungendonk statt. Am letzten Oktobersonntag des Jahres 1979 erhielt das Gemeindezentrum Pax Christi in einem festlichen Gottesdienst seine Weihe. Der Pfarrer Karl Josef Maaßen hatte die Idee und den Mut, die Religion mit der Kunst zu vereinen. In den 60er Jahren wurden die Schranken am Café Hellenbroich demontiert, weil die Verlängerung der Buddestraße, die Kronlandbrücke, in Betrieb genommen wurde. 1963 wurde das schöne alte Bahnhofsgebäude abgerissen. Ein Fußgängertunnel ersetzte den Übergang von der Hauptstraße zur Maiwachstraße. Der Eingang zum Tunnel versperrte dadurch die Sicht zum anderen Ortsteil. 2014 erfolgte die Modernisierung des Oppumer Bahnhofs. Die Unterführung wurde behindertengerecht umgebaut und mit Aufzügen versehen. Und die Sicht zum anderen Ortsteil ist wiederhergestellt. 1954 entstand aus der umgebauten Scheune des Lokals Wennemann das Rex-Kino. 1965 übernahm Mia Klein und Werner Kapfer die Leitung des Rex-Kinos. Nach einer Idee von Dieter Heilmann wurde der Eingangsbereich zu einem Lokal umgebaut. Werner Kapfer fasste später den Entschluss, aus diesem Kino einen Tanzpalast zu machen. Der Tanzpalast erhielt den Namen La Strada. Ein Highlight war der Auftritt von Drafi Deutscher. Es gibt einen, der zu dir hält. Down, down, yeah! Down, down! Auch im Parkhaus in Oppum war was los. Hier spielten die Bands aus Krefeld. Unter anderem die Jack Blacks mit dem Oppumer Harald Klutsch. An der Ecke zur Hauptstraße mit der Gaststätte Dorfschenke beginnen die Kamps. Baute die Wohnstätte am Kurkamp und den angrenzenden Straßen Flaßkamp, Herstekamp, Blomekamp, Wetekamp über 200 Wohnungen für Vertriebene, Ausgebombte und Umsiedler. Mittlerweile sind viele Häuser saniert. Am Haverkamp und an der neuen Flur wurden anstelle der alten Häuser neue Mehrfamilienhäuser gebaut.
Vor einigen Jahren ist eine neue Straße hinzugekommen, der Roggenkamp. Auch auf der Herbertstraße baute die Wohnstätte. Auf der 30.000 Quadratmeter großen Fläche der ehemaligen Obdachlosenunterkünfte wurden 107 Wohneinheiten und 45 Einfamilienhäuser in einem sehenswerten Umfeld errichtet. Einiges hat sich im Lauf der Zeit verändert. Hier der Blick von der Kirche zur Sandbergschule und von der Sandbergschule zur Kirche. An der Ecke Ragstättenstraße-Maybachstraße stand seit 1897 das Restaurant zum Bahnhof. Es wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Bis 2005 wurde an dieser Ecke diverse Geschäfte und die Gaststätte Sommer, später Maybach-Eck, betrieben. 2005 baute die Wohnstätte hier ein Mehrfamilienhaus mit 24 Wohnungen und 5 Geschäftslokale im Erdgeschoss. Die Maybachstraße, einer der Geschäftsstraßen in Oppum. Die Verkehrsinfrastruktur ist in Oppum hervorragend. Züge, Busse, Autobahnanschluss, Straßenbahn, die Radfahrer freuten sich, als mit dem Bau des Panoramaradweges begonnen wurde. Am neuen Radweg von der Feuerwache bis zum vorläufigen Endpunkt in Höhe Trift wurden leider die gepflanzten Bäume im oberen Teil abgesägt. Erfreulich ist, dass alle Bäume wieder ausgeschlagen sind. Hier endet nun der Radweg und führt weiter von der Trift durch die Unterführungen, ein nicht ganz ungefährlicher Weg. An der Sandbergschule vorbei führt der Radweg nun bis nach Linn.
Am Eisenbahntunnel an der Grenze zu Linn beginnt der Oppumer Grüngürtel. Zwischen der Breitenbachstraße und dem Panorama-Radweg. An der Glindolzstraße liegt an der rechten Seite ein Spielplatz auf dem Gelände des ehemaligen Planschbeckens. Der Grüngürtel führt jetzt entlang der Straße Johansenaue, benannt nach dem Oberbürgermeister Dr. Johannes Johansen. Am Ende des Grüngürtels liegt der Schönwasserpark. Um 1802 kaufte der Fabrikant Johann Helgers den Schönwasserhof. Er erweiterte das Haus und lässt es mit einem Landschaftspark umgeben. Ach, was war das früher schön. Wenn man sich die Postkarten ansieht vom Schönwasserhaus, kann man es verstehen. Ich sage, Oppum ist schöner geworden. Im Schönwasserpark stehen große, mächtige Bäume. Der mächtigste Baum ist diese 1790 gepflanzte Federbuche. Sie hat einen Umfang von über 5 Metern. Heute befindet sich im Schönwasserhaus ein Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung. Aus einem kleinen Bauerngarten entwickelte sich 1928 am Rande des Schönwasserparks der Botanische Garten Krefeld. Auf einer Fläche von 3,6 Hektar wachsen hier rund 5000 Pflanzenarten. Anziehungspunkte sind unter anderem der Rosengarten mit über 150 Rosensorten, der Apothekergarten mit Heil- und Giftpflanzen, das Gewächshaus mit Kakteen und anderen wasserspeichernden Pflanzen. Aber er ist auch ein Anziehungspunkt für Musik und Kunst.
Ich wünsche mir, dass Oppo weiterhin lebenswert und tolerant bleibt und so bunt wie dieses Haus.